Ja, mein Name ist Tobias Thehn. Ich bin momentan erster nationaler Vorsitzender vom MTP Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V. und arbeite momentan halt hauptberuflich für die Studenteninitiative MTP. Mein Name ist Alexander Glatki und ich bin zurzeit zweiter nationaler Vorsitzender bei MTP. Alex und ich haben relativ verschiedene Aufgabenbereiche. Bei mir sind das hauptsächlich die Finanzen, sprich die vorbereitende Buchführung in Zusammenarbeit mit unserer externen Buchhaltung zusammen, aber auch sowas wie Wirtschaftsprüfung, Steuerprüfung, Budgetierung, Budgetplanung vom Gesamtverein, unsere Großveranstaltungen, unser Ressort Beratung und Veranstaltungen, unser Fachmagazin Mehrwert und der VDSI, also Verband Deutscher Studenteninitiativen. Meine Aufgabenbereiche liegen vor allem im Bereich Kommunikation und Personal. Das heißt, ich betreue die Ressorts Personal, Training Department, CD, PR, Online und IT. Ein typischer Arbeitstag, das ist schwer zu sagen, das ist bei uns eigentlich recht unterschiedlich. Es gibt Wochen, da sitzen wir halt wirklich die komplette Woche von morgens bis abends im Büro, arbeiten hauptsächlich mit verwalterischen Aufgaben, sprich Aufgaben, die erledigt werden müssen, damit der Verein läuft. Ich hatte heute sehr viel Unternehmenskontakt, habe dann auch Terminabsprachen mit neuen interessierten Unternehmen geführt. Sehr, sehr oft haben wir aber auch Termine außerhalb, seien es Besuche bei Geschäftsstellen, Besuch durch unsere Vorsitzendenversammlung, durch unsere Ressortleitertreffen oder auch Treffen mit unseren nationalen Förderern oder potenziellen neuen Unternehmen, mit denen wir kooperieren können. Meine größten Projekte sind zurzeit natürlich die Anwartschaft. Bei der Anwartschaft geht es darum, dass Interessenten, die neu bei MTP sind, sofort in den Verein integriert werden. Ein zweites großes Projekt bei mir ist die neue Homepage des MTP-EVs. Das heißt, wir wollen unsere Außendarstellung ein bisschen moderner machen, sind gerade dabei, unsere Website zu überarbeiten. MTP-EV, Alexander Glatke hier. Gerade in meinen Ressorts sind es zwei Ziele und Projekte, die mir besonders am Herzen liegen. Das ist einmal eine Zeitreihenanalyse und Finanzanalyse der letzten 10 Jahre und die generelle Analyse von unseren Beratungsprojekten und was für neue Projektformen möglich sind. Das sind genau zwei Projektformen. Einmal die Blue Ocean Strategy, aus gewohnten Marktumfeldern mit dem gleichen Produkt auszubrechen und neue Zielgruppen zu analysieren und gerade Unternehmen beraten. Das machen wir auch in Zusammenarbeit mit einem Alumnus von uns. Und einmal unser Pro Bono-Projekt, wo es darum geht, gemeinnützige Organisationen in Marketingberatung einfach zu helfen und dort ja auch das kostenfrei anzubieten für gemeinnützige Organisationen, unseren Studenten aber dadurch auch Credits Points zu ermöglichen. Zum NV-Amt bin ich dadurch gekommen, dass ich schon in meiner vorherigen Arbeit auch sehr stark mit den vorherigen nationalen Vorsitzenden zusammengearbeitet habe. Sowohl Alex als auch ich haben eigentlich bei MTP schon so ziemlich alles gemacht, was man machen kann, haben von Stufe zu Stufe eigentlich immer mehr gelernt und gerade dieser Lerneffekt war, was uns immer so begeistert hat, einfach weiterzumachen und neue Aufgaben bei MTP zu übernehmen. Das wollte ich auch machen. Ich wollte mich auch persönlich verbessern und dementsprechend habe ich gesagt, hey, machst du jetzt das Amt, wo du die meiste Verantwortung kriegst und entwickelst dich dann in dem Jahr sehr stark weiter. Ein ganz großer Punkt, den ich glaube ich von meinem Amt mitnehmen werde, ist Spontanität. Sprich, man wird sehr, sehr häufig mit Problemstellungen konfrontiert, die in wenigen, manchmal Minuten als auch Stunden ganz, ganz schnell irgendwie gelöst werden müssen. Spontan zu bleiben, auch wenn die Hütte brennt, das braucht man in diesem Amt. Und zu guter Letzt würde ich sagen, unfassbar viele super coole Erinnerungen, weil man kommt einfach rum. Ich habe niemals vorher so viele deutsche Städte gesehen. Wir kommen einfach unfassbar viel rum durch Deutschland. Sind auf super tollen Veranstaltungen von unseren MTPlern, lernen unfassbar viele neue Menschen kennen und bauen uns einfach ein riesen Netzwerk auf. Und ich glaube, dass diese Freundschaften, die wir einfach jetzt auch teilweise geschlossen haben, ein Leben lang einfach anhalten werden. Und das ist auch eine Sache, das von dem Amt, was ich niemals vergessen werde. Ja, genau.